So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Ich nehme schon mal direkt die Schere hier, denn ich habe zwei Pakete bekommen. Zack, zwei gelbe Boxen. Das sind die hier. Und die sind beide von der Jennifer Brohn, ja, also die Shania. Die hat uns zwei fette Pakete geschickt und wir wollen jetzt natürlich mal schauen, was da drin ist. Deswegen schmeiße ich die erstmal hier unten hin. Ah, die ist gerade austreten, das ist auch interessant. Lass alles raus, ich weiß, vor lauter Freude haben sich schon manche eingepisst, ne? Das heißt, wir machen mal das erste auf. Das ist das Kleinere. Das Kleine wird zuerst geöffnet, dann kommt das Große. An sich muss ich mich auch beeilen. Der Thomas wird gleich schon wieder irgendwie hier für einen Raid einladen. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem 100er Dark-Rei. Adi, pass auf, sonst ist der Kopf weg. Hä? Wie geht das denn hier auf? Adi, nicht hinter die Schere. Du siehst, es ist gefährlich. Ich glaube, der Adi kennt da nichts. Kein Schmerz, kein gar nichts. Jetzt ist das eigentlich immer noch zu, so wie das hier aussieht. Beziehungsweise habe ich keine Ahnung, wie das jetzt hier aufgeht. Hä? Ich glaube, das muss hier vorne aufgemacht werden. Wir machen also hier vorne nochmal irgendwas. Hier drüben machen wir auch nochmal irgendwas. Und dann haben wir das jetzt fast durch, wenn wir das jetzt hier öffnen können. Das sieht richtig gut aus. Ja, Mann. Adi. Werf doch nicht. Jetzt muss ich doch. Ich habe doch keine Zeit. Jetzt muss ich das wieder aufbauen. Guck dir das doch mal an. Sei doch nicht immer so hibbelig. Guck lieber mal hier rein, was da drin ist. Da haben wir nämlich eine Tafel Schokolade. Guck dir das an. Milka Fan Paket, 5 Stück. Ich glaube, das ist der Mama hier Spezial Deluxe Paket. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie, wo, was. Hier sind auf jeden Fall 5 Tafeln Schokolade drin. Hier ist ein Herbst und Garlic drin. Ist das eine Seife zum Waschen? Ist das ein Käse? Ich weiß es nicht. Ich muss mal lesen. Henry Willig Baby Cow Cheese Herbs Garlic. Das ist also ein Käse. Sicher, dass das nicht ein Thomas sein Paket war. Herbs und Garlic. Also Kräuter und Knoblauch. Käse. Dann haben wir hier, da sind nämlich 2 Schuhe drin. Guckt euch das doch mal an. Da sind 2 Schuhe drin, richtig heftig. Ortis, ein Ortis Schwein, Curioso Extra Sata Picante. Da ist ein Schwein drauf, was eine Pfeife raucht. Dicke, fette Curioso Salami Würste. Hier nochmal Curioso Paprika Salami. Richtig stark. Und das Ganze hier in so einem Schuh drin, ja, den ihr euch anziehen könnt und könnt durch die Gegend steppen. Sieht aus wie so Holzschuhe aus Holland. Sind aber weich. Muss man nur in der Mitte dieses Plastik rausmachen, dann kann man die anziehen. Sind die jetzt für mich, weil ich keine Hausschuhe habe? Oder was ist das? Als ob ich sowas anziehe. Jetzt muss ich es ja, ne? Die sehen auf jeden Fall richtig genial aus, weil die einfach so richtig gelb leuchten. Und passend zu dem Paket, ich glaube, ich tue sie direkt wieder rein. Schnell die Wurst wieder rein, schnell die andere Wurst wieder rein. Käse und Wurst hinterher und noch eine Schokolade. Da ist das alles gedacht, ne? Wenn ihr auch immer so viel Käse, Wurst, Schokolade durcheinander esst. Und um keine Zeit zu verlieren, gehen wir direkt zum nächsten. Machen das jetzt hier auf. Schlitzen uns hier wieder quer durchs Sortiment. Einmal unten, einmal oben. Ich weiß gar nicht, was der Adi jetzt an dem Paket dort sucht. Etwa den Käse? Also wenn, dann wahrscheinlich eher die Wurst als den Käse, aber ich glaube, der findet es einfach nur cool, dass da ein Karton ist und freut sich über den Klebestreifen, der da weghängt. Der Adi ist nämlich so ein kleiner Lausbub, wie ihr wisst. Deswegen machen... Nein! Da fällt lauter Zeug raus. So. Deswegen machen wir jetzt das nächste auf. Jetzt sind nämlich diese ganzen, die haben wir schon mal gehabt im Goldsch-Paket. Jetzt sind die hier auch wieder da.
Das ist schön für einen Adi zum Spielen, aber irgendwie frisst er die immer. Und dann ist er immer kaputt. Das möchte ich natürlich nicht. Hier haben wir jetzt Chili-Pasta von Clever Pasta. Also Chili-Nudeln, Less Carb und 1,7 mal Protein, glutenfrei. Chili-Nudeln aus Kichererbsen, die müssen ja richtig gesund sein. Dann haben wir hier nochmal Dreamies von Adi, immer noch weitere Snacks, der kommt aber auch gar nicht mehr hinterher. So viel zu naschen ist ja jedes Mal drin. Nochmal Dreamies, die sind mit schmackhaftem Lachs, die sind mit leckerem Rind. Und warum das Ganze jetzt hier mit so Zeug ausgelegt ist, da sind noch Dosen drin, dass die nicht hin und her fliegen. Und hier haben wir jetzt Bira Elba, also Bier, Premium Lagerbier, 4,1%. Bin ich mal gespannt, weil das ist ganz Besonderes. Was hat sie gesagt? Ich kann es auf jeden Fall nicht lesen, weil das so ausländisches Bier. Bira Elba, haben wir eine Dose. Wir haben hier drüben Bira Korcha, blonde Bier, Premium Quality. Hier mit einer Frau drauf. Ete Sot Me Emira hat hier auch ein paar Maßkrüge in der Hand. Freut sich richtig, wie die da auf der Weide steht. Ne? Das ist die Shenaya. Da hat sie keine Mühen und Kosten gespart. Hat noch schön ein Bild auf eine Dose draufgeklebt von sich. Dann habt ihr hier nochmal Bira Korcha, aber Dark Bier. Und wieder mit der Frau, also jetzt, die steht den ganzen Tag. Eben war es noch hell, jetzt ist es schon dunkel und die steht immer noch auf der Weide und hält ihre Biergläser hoch. Die hat bestimmt schon mal wieder nachgefüllt. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. 4,5%. Und das hier hat 4,1%. 4,5, also das härteste bisher. Und wir haben noch Bira Tirana, das Bier für echte Tyrannen, ja, Bray 1960 mit, wie viel hat das? es hat auf jeden Fall eine eigene YouTube-Seite, aber irgendwie erkenne ich nicht, 4%, sieht total billig aus, muss man schon sagen, knallt aber bestimmt übelst rein und wir müssen hier diese Dinger wegmachen. Und jetzt ist das hier leer. Das heißt, so viel Material für 4 Biers. Da hat der Adi wieder ordentlich was zu spielen, wenn das dann alles runterfährt. Aber guckt euch doch nochmal die zwei schönen Biere an. Die sehen so herrlich aus. Shenaya, Tag und Nacht, wie Berlin, wie die Berlin-Sendung. Shenaya, Tag und Nacht auf Biers. Da bin ich mal gespannt. Die werde ich sicherlich bei Chill mit Ramses am Montag einfach mal so trinken. Da kann ich ja das Tirana und das Elba probieren in einer Sendung und dann das Shenaya Tag und Nacht in der anderen Sendung. Da muss ich keine Ramses Kitchen dafür machen. Irgendwie hat sich das schon so eingegliedert, dass man die Biere immer bei Chill mit Ramses trinkt. Erstmal brauche ich aber wieder Geschmack, sonst brauche ich gar nichts testen. Ist ja Quatsch, wenn ihr da irgendwas vergleichen wollt oder wollt irgendwie einen Test machen, wenn ihr keinen Geschmack habt. Das ist also sehr cool. Da ist alles wirklich dabei. Da ist was für ein Adi dabei. Da ist Bier dabei. Da ist dicke, fette Wurst dabei. Da ist Käse dabei. Auf den Käse bin ich besonders gespannt. Ich bin nicht so ein Käseliebhaber und Gourmet. Ich esse selten so Käse, aber wenn das mal so ein ganz besonderer Käse ist, von einem Zuschauer, ja, und dann auch noch von der Shenaya, und dann auch noch richtig fett so ein Glocken dran mit Knoblauchgeschmack und mit so Kräutern, da bin ich mal gespannt, da ein schönes Butterbrötchen dazu oder was man auch immer zum Käse isst. Die dicken Würste dazu, die Chili-Nudeln. Also sehr cooles Paket, Dankeschön dafür und auf das Bier freue ich mich auch schon jetzt, wenn ich endlich wieder Geschmack habe und wieder was zu mir nehmen kann. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses und guckt, ich hab's gewusst. Ja, jetzt macht das nicht mehr. Der hat nämlich gerade drin rumgewühlt und hat geguckt, wie das Zeug rumfliegt. Adi, Schatz! Adi, alles Gute! Jetzt! Peace out, Vorhaut, euer Ramses.